So, und damit herzlich willkommen tatsächlich nochmal zu einer kleinen Runde. Das Anything, keine Ahnung. Hier so rum. In dem Spiel Survarium, das hatten wir, oder Survarium, oder keine Ahnung. Das hatten wir nämlich in unserer Let's Test-Reihe. Zumindest. Also, ich weiß noch nicht. Vielleicht kommt auch noch irgendein anderes Spiel noch zwischen. Aber bis jetzt hatten wir das als letztes in unserer Let's Test-Reihe. Und da hat es ja eine 2 gekriegt. Da kommt er gleich raus. Ist jetzt gar nicht mal so gut. Ja, ich wollte gerade sagen, das hat nicht so gut funktioniert, weil ich da so viel daneben gesetzt habe. Das ging ja gar nicht. So. Genau, wir haben das zuletzt in der... Und ich muss sagen, es gefällt mir immer besser, weil, ja, wie gesagt, es ist halt extrem langsam, schnell. Irgendwie ist es die Kombination aus beidem und es ist vor allem, meiner Meinung nach relativ realistisch gehalten. Das habe ich aber auch noch in dem... Oh Scheiße, der war hinter mir. Nee, das war der. Okay. Krass, krass. Ja, das habe ich natürlich nicht so gut hingekriegt. Ich kann ja nochmal ausprobieren, hier mit zum Schießen, aber ich glaube, das wird nichts. Aber dafür braucht man dafür eine Deckung. Um damit schießen zu können. Ich glaube, dann schießt sie auch echt. Also dann tötet die halt One-Shot, aber dafür muss man halt auch erstmal in diese Situation kommen, ne? So, irgendjemand schießt hier die ganze Zeit auf mich. Habe ich das Gefühl zumindest. Ja, nee, da mache ich gar nichts, weil das Ding ist, ich muss halt gezielt, also ich habe nur einen Schuss. Wenn ich den treffe, dann ist er zwar auch tot, aber das geht gar nicht, weil der halt so lange nachlädt. Das kriege ich nicht hin. Und außerdem habe ich auch scheiße gelabert, das ist nämlich ein postapokalyptisches Spiel. Ich habe mich nochmal ein bisschen schlau gemacht, damit ich in die Videobeschreibung keinen Müll schreibe. Was ich am Ende wahrscheinlich trotzdem gemacht habe. Und zumindest war der Müll dann nicht so. Oha, ich dachte, ich schleich mich jetzt an. Kam aber von hinten auch einer. Aber es spielt fast keiner mit Winchester. Es wird die ganze Zeit nur mit dem Mosen Teil da gekillt. Genau, und mit dem Maschinengewehr. Aber die Schrote hat sich relativ schnell von der Bildfläche verschwinden lassen müssen. Keine Ahnung, wie das heißt. Wo ist der? Wo ist der Penner? Wo ist denn der? Komm raus da. Alter, das gibt's doch nicht. Von wem wurde ich jetzt schon wieder? Ja, schon wieder von so einem Kackmusen, ey. Mano, oh. Man macht immer einen weg und dann wird man wieder dreimal dafür gekillt. Wie steht's denn? 4-5, oh Mann. Aber ich finde diesen Shooter tatsächlich sehr, sehr gut. Muss ich so sagen. Dass das Wasser grün ist, ist auch nicht unbedingt vertrauenserweckend. Da vorne. Ich hoffe mal, dass da jetzt keiner rauskommt. Und ich den da vorne ganz locker wegmachen kann. Oder es gibt jetzt große Probleme, das weiß ich noch nicht. Dass ich den erstmal sehe. Das ist ja schon mal der erste große Vorteil. So, der ist weg. Der ist weg. So. Latschen wir mal hier hoch. Mal zu gucken, was hier so geht. Kann ich hier drin auch nochmal hoch? Geil. Das ist cool. Hier kann man sich dann echt gut mit dem Karabiner hinsetzen, glaube ich. Oha, ey, das geht wirklich ganz bis nach oben. Sieht ein bisschen russisch aus, ne? Rostig und funktioniert nicht. Muss zu den Russen gehören.
Ja, okay. Cool. Und hierfür kriege ich keinen Scharfschütze, oder was? Stück den Wechsel da hinten. Alter, aber die treffe ich von hier oben gar nicht. Die sehe ich ja nicht mal richtig. Alter, ich falle hier ja mehr als das. Oha, oha. So, sind wir wieder unten. Oh, meine Nase juckt. Oha. Ah, fertig. Oh, kennt ihr das, wenn man so ein... Scheiße, ich komme hier nicht raus, ohne dass ich da durchlatsche. Verdammt. Okay, so, wir laufen. Oha. Ja, zwei auf einmal, Alter. Da machst du auch gar nichts gegen. Boah, yo, ey. Was habe ich? 7-6. Das hört sich doch gut an. Mehr als eine 1er-KD auf jeden Fall schon mal. Das ist ganz gut. Irgendwie rede ich bei diesem Spiel hier nur mit diesem Slang. Keine Ahnung warum. Aber irgendwie ist das so. Okay, das ist natürlich doof, dass da so ein Teil ist. Aber ist auch egal. So, umgehen wir das mal flott. Ja, und gucken, was da noch so kommt. Oha, das hat sich knapp angehört. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin einfach nicht da. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Cha cha cha. Ja, hier ist aber auch keiner. Nicht mal hier oben in diesem taktisch guten Platz oder was? Verdammt. Alter, wie weit geht die Karte eigentlich immer raus? Boah, man kann ja hier noch lang und hier noch lang. Wo endet denn das? Nee, ey, sonst verirre ich mich ja komplett. Ach, da oben ist eine Map. Ne, ich sehe irgendwie keinen. Alle ballern, aber ich sehe keinen. Auch schon wieder so typisch, ey. M. Vielleicht ist M? M? Ne. Ach, da. Alter, wer hat mich... Oh, Mann, ey. Die spielen alle mit den Mosen. Ich glaube, ja, das Ding ist halt, wenn du einmal triffst, dann triffst du auch. Und das ist der einzige Vorteil. Ich muss mich halt wirklich nur bewegen, weil... Oha. Wenn man sich nicht bewegt, dann wird das schwierig. Oh, instant tot hier. Aua, 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 aua. Das... Lauf nur in den nächsten rein. Oha. Okay, so. Alter, warum immer auf mich? Ich muss ja auch ein bisschen stillhalten. Ach ja. Na gut, ich führe aber immer noch ganz gut. Zwei sogar. Zwei Kills. Also entweder bin ich extrem gut in dem Spiel oder naja, zumindest gut in dem Spiel. Hey, Alter, was ist denn das? Immer dieses Außenrumgerenne, weil der irgendwie sich so eine Anormalität denkt, dahin zu gehen. Richtig nervig. Denke ich mir auch, wenn man Straßenverkehr, weißt du, ständig diese Anomalien. Oha, das hat sich knapp gefühlt. Oh, 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 oh. Ja, ich würde nach solch
solchen Headshots. Und LOL, Alter, und wieder von der anderen Seite, ey. Wo sind die denn alle? Da hinten irgendwo. Wo die kein Mensch braucht. Lauf ich geduckt? Nee. Hm, kann man so klein fahren. Ja, wow. Ganz großer Sport. Ja, und der andere holt natürlich auf. Verdammt. Wo bin ich hier denn jetzt? Ganz hinten. Kann ich eigentlich... Wo kann ich eigentlich die Map einsehen? Weiß auch keiner, ne? Hier, ach, da. Aha. So stellen die sich eigentlich auch, also auf. Gut zu wissen. Ach, hier kann man rüber. Lol. Yo! Geil. Das war ein guter Kill, muss man sagen. Ich war noch nicht fertig mit Nachladen, konnte noch nicht zurück und er haut mir hier mit dem Headshot weg, während ich springe. Wenn ich nicht gesprungen wäre, wäre der, oder wenn ich mich geduckt hätte, dann wäre der wahrscheinlich daneben gegangen. Ja, obwohl, weiß ich nicht. Weiß man nicht. Man weiß es nicht. Achso, Pilze. Alter, wie können die sich hinlegen? Und wieso bin ich gerade so kacke? Nee, Controller hier. Ducken, zielen, sprinten. Also erstmal ducken. Ist Steuerung. Okay. So, und dann hinlegen. Gibt's denn das auch? Fallen markieren, schießen, nachladen, zielen. Luft anhalten. Vierter Schnellbefehl verwerfen. Anwerten, anwenden. Granate werfen. Schritt nach rechts, Schritt nach links. Aktionstyp, Feuermodus. Nee, gibt's nicht. Anwenden. Ja, ich fall dann neben dir um. Ich versuch's nochmal mit der Mosin. Oder Mosin, oder wie die heißt. Oh Mann, ey, jetzt bin ich schon wieder nur Zweiter. Ja, das war keiner. Also damals im Call of Duty World at War habe ich diese Waffen immer ganz gerne gespielt, die man immer so einmal geschossen haben. Das wird wohl nix, wa? So, 50% haben wir noch. Ich hab keine Medikits mehr, verdammt. Oha. Was? Ich dachte mir, die macht One-Hit. Lol. Bin ich echt besser mit der PSH und so weiter dran. Weil die killt einfach viel genauer. Die trifft zwar vielleicht nicht so genau wie die Mosin oder wie auch immer die heißt. Aber die schießt viel besser. Und halt auch ausdauernd. Nicht so pam. Nachladen, 20 Stunden. Freund ist tot. Ja, siehst du? Die killen mich gerne mit der P. Alter, ich muss echt wieder ein bisschen defensiver spielen, ey. Das geht ja gar nicht. Schon 10, 15. Zu Anfang wäre ich gleich schnell. Das heißt, ich müsste jetzt 6 Kills machen oder 5 Kills, damit ich... Nee, 6 Kills. 6 Kills am Stück, das ist jetzt mein Ziel. Es ist ein gewagtes Ziel. Lol, ich kann mich nicht bewegen, what the fuck?
Scheiße. Niederlage, verdammt. Ich nehme das da. Und was ist es? Rubel und... Ah, das Kleine. Ja, da sind wir wieder. Hier. Level up gibt's nicht. So gut war ich auch nicht, ne? Zerstörter Gegner, ey. Eigentlich war man noch zweitbester vom Server. Ah, drittbester vom Server. Geht. Passt. So. 10.000. Was kann ich mir denn jetzt von den 10.000 kaufen mal? Waffen. Gar nichts. Ach so, genau. Dafür muss ich hier und dann muss ich... Was muss ich denn dafür machen? 300, 200, 900 und dann kann ich mir das hier kaufen. Was? Das hier alles. Aha. Ja gut, dann kann ich mir da direkt die große, die Waffe hier kaufen und das und dies und jenes. Was ich auch mal direkt machen muss, ist Charakter. Ne, Gegenstände hier. Habe ich davon keine mehr? Dann muss ich mir die mal kaufen. Spezialmittel, Verbandsverpackung. Kann man auch 1000 auf den Kopf hauen, oder? Fühlt man sich ja schon wie bei Clicker Heroes hier. Schneller! Boah, jetzt habe ich gerade so schnell geklickt, dass er nicht hinterher kam. So, gekauft. Ausrüstung. Ne, hier. Gegenstände. Aha. Wie viel haben wir davon? 100. Sehr gut. So, dann sehen wir uns dann nächstes Mal wieder. Vielleicht gibt es dann nochmal so ein random Teil oder ich weiß nicht was. Vielleicht gibt es auch wieder ein Let's Test. Also im nächsten Let's Test und im nächsten Video, was du dir anguckst. Was? Genau. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Hau rein, Leute. Ciao.